Einer der Begriffe, die immer wieder auftauchen, wenn man über Messen geht oder mit Computerinteressierten spricht, ist KI. KI steht für künstliche Intelligenz, also eine Intelligenz, die nicht Menschenintelligenz ist, sondern Maschinenintelligenz. Hier versucht man Maschinen beizubringen, dass sie so reagieren, wie auch wir Menschen. Ich habe hier bei mir Herrn Sachse von der Firma Compaq. Herr Sachse hat ein Programm mitgebracht, was sich sehr bemerkenswert zeigt. Ja, es handelt sich hier um das Programm Frage und Antwort, das im Wesentlichen aus drei Teilen besteht, die nicht neu sind. Es ist ein Maskengenerator, da kann ich Datenbankmasken anlegen, ein Reportgenerator, wo ich also bestimmte Ausdruckformate festlegen kann, und eine Textverarbeitung, die dann zusammen mit der Datei zum Beispiel auch Serienbriefe ermöglicht. Der wesentlich neue Teil ist, dass ich meine Abfragen, um bestimmte Daten zu sortieren, wiederzufinden oder auch zu manipulieren, in ganz normaler Umgangssprache hier eingeben kann. Ich kann mit ganz normalen Sätzen, Nebensätzen arbeiten. Das ist zunächst hier noch in englischer Sprache der Fall. Aber ich muss mich an keine Syntax, an keine bestimmte Abfragesprache hier halten. Ich glaube, das sollten wir uns mal ansehen, wie es in der Praxis vor sich geht. Ich möchte Ihnen das zunächst einmal an einem Beispiel zeigen, einer kleinen Datenbank, die fiktive Händler einer fiktiven Firma enthält, mit Angabe der Postleitzahl, Umsatzzahlen und so weiter. Zunächst ruft man den intelligenten Assistenten auf. Das ist eine Menüabfrage. Ich gebe hier jeweils den ersten Buchstaben an, zum Beispiel für Abfragen, und bekomme nun ein kleines Fenster im oberen Bildschirmteil, in dem ich meine ganz normale Abfrage eingeben kann. In englischer Umgangssprache könnte ich etwa einmal schauen, ob wir Händler haben. Also gibt es Händler mit einem Umsatz zum Beispiel, mit mehr als 20.000 Umsatz. Eine ganz einfache Frage. Und nun wird von dem KI-Teil der Datenbank versucht, dieser Satz zu interpretieren. Wir bekommen nochmal eine Frage gestellt und hier können Sie überprüfen, ob das Programm Sie wirklich richtig verstanden hat. Ja, und in der Tat, hier soll nachgeschaut werden, Umsatz größer 20.000. Wollen wir mal schauen, ob wir da Händler haben. Die Antwort ist ja. Und da sind Sie auch schon. Einmal ein Händler pro Bildschirm oder auch mit einem einzigen Befehl dann als Liste dargestellt. Hier könnte ich jetzt noch Zusatzfragen stellen. Das Programm kennt die Folgefrage noch. Aus den ausgewählten Händlern können wir zum Beispiel einmal schauen, wir könnten eine Abfrage nach der Anzahl der Verkäufer beispielsweise stellen oder ob diese ausgewählten Händler mit diesem Umsatz zum Beispiel autorisiert sind. Diese Anschlussfrage werde ich jetzt mal eingeben. Sind diese Händler autorisiert? Wir haben jetzt einmal ein Beispiel, wo wir auch dem Programm neue Worte beibringen können. Autorisiert, authorized im Englischen, da gibt es verschiedene Schreibweisen. Und ich könnte jetzt dieses Grundvokabular des Programms auch erweitern. Das muss ich nur ein einziges Mal durchführen. Insofern ist das Programm auch lernfähig. Ja, die Antwort auf unsere Frage ist ja. Wir können uns diese Händler einmal anschauen. Wir bekommen jetzt auch wieder eine Möglichkeit, das in einer kurzen Liste zu betrachten. Wir können aber über das KI-Programm auch ganz bestimmte Listenausdrucke erzeugen. Das Programm könnte jetzt den Eindruck erwecken, dass es ein ganz geschickt gemachtes Datenbanksystem ist. Sie können aber im Grunde genommen damit alle Probleme lösen, die anfangen mit der Arbeit bei Computern, da wo man umsteigt auf EDV. Sie haben noch ein Programm mitgebracht für Hausverwaltung, Hausmakler. Können wir da mal hineinschauen, wenn ich zum Beispiel ein Apartment in, sagen wir, Schwabing haben möchte, welches mindestens 25 Quadratmeter hat, können Sie mir das auch heraussuchen? Und vor allen Dingen interessiert mich jeder Dialog, was müssen Sie eingeben? Ja, in diesem Fall haben wir ein kleines Beispiel einmal gemacht in München. Da haben wir also echte Apartments mal herausgeholt und haben die eingetragen. Das Einzige, was ich tun muss, ist die Datenbank zu wechseln. Und ich kann jetzt eine neue Abfrage auf die Datenbank mit den Immobilien gestalten. Ansonsten läuft das sehr ähnlich ab. Wir würden das Programm fragen,
gibt es Apartments in Schwabing mit mehr als, ja, zum Beispiel 25 Quadratmeter. Schauen wir uns das einmal an. In diesem Fall bietet das Programm beide Interpretationsmöglichkeiten an und Sie können aussuchen, ob Sie wirklich nur Apartments suchen wollen oder ganz allgemein Objekte in Schwabing. Also bei uns wäre das jetzt der Fall 2. Richtig. Wenn Sie hier die 2 eingeben und dem Programm sozusagen ein bisschen helfen, die Interpretation findet jetzt statt und Sie können noch einmal überprüfen, ob das Programm Sie richtig verstanden hat. Ich glaube, das können wir bestätigen. Ja, schauen wir uns diese Apartments einmal an. Wir können nun der Reihe nach durchblättern. Es gibt dort einmal eine Wohnung, ein Studentenapartment für 250 Mark, ein Hotelapartment oder in der gewohnten Listenform 5 Stück fallen darunter. Wir sind im Moment dabei, das heißt in etwa Hannover Messe könnten wir schon eine Vorversion davon zeigen und ich schätze, dass im Sommer eine vollständig deutsche Version dabei ist. Es ist ja so, dass der Programmteil, der mit Sprache arbeitet, für jede Sprache im Prinzip neu geschrieben werden muss. Es handelt sich da um ein sogenanntes semantisches Netzwerk, das ist ein Fachbegriff, der beschreibt, wie mit dieser Umgangssprache dann im Programm umgegangen wird. Aber das wird bestimmt auch für den deutschen Markt im Sommer verfügbar sein. So, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Es waren 4 bis 5 schwere Tage für uns. Sehr viele Spezialfragen wurden an uns gestellt. Und wir hatten sehr viele Besucher bei uns am Stand. Nun, das sind die letzten Minuten einer Messe, die Sie hier sehen. Und mit dabei hatten wir diesmal auch unser kleines Funkmobil. Hier steht dieses Funkmobil. Hier oben drauf die Solarzellen zur Versorgung der Funkapparaturen. Nun, Funk und Computer, das gehört ja mittlerweile ziemlich zusammen. Wir haben hier vorne noch eine Kleinigkeit auf der Messe gefunden, eine Neuigkeit gefunden. Ganz lustig, so finden wir. Achtung, ich mache etwas. Ich verabschiede mich einmal auf ganz besondere Art. Aber dann solltest du so schreiben, dass die Zuschauer das auch lesen können. Das Stift ist schon fast leer. Ja, das ist ein Besen und kein Stift. Ich sage Tschüss, dann bis zum nächsten Mal. Ich drücke auf das Knöpfchen und während das Blatt nach hinten gezogen wird, im gleichen Moment erscheint hier unten die Kopie dessen, was wir da vorne drauf geklebt oder gemalt haben. Das heißt also, unser Computerclub mit WDR und Wolfgang, dein Tschüss wird im Moment auch gedruckt. Ja, da so sieht es aus. So, und dann schneiden wir das ab. Und es gibt es wieder, ja. Dankeschön, das war's wieder einmal. Tschüss dann, bis zum nächsten Mal. Uns bleibt nur noch eines. Was haben wir diesmal überbehalten? Ich würde sagen, eine Kopie überbehalten. Tschüss dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.